Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, die Eva von Evas Backparty und wie ihr seht, stehen wir heute zu zweit in der Küche, denn die liebe Nicole von Nicoles Zuckerwerk ist da. Ja, und wir stehen ja auch nicht in meiner Küche, sondern wir sind hier im YouTube-Space und die Nicole erzählt euch jetzt, was wir heute Leckeres für euch backen. Ich habe mir gedacht, ich bringe dir ein Cupcake-Rezept mit, mein Lieblings-Cupcake-Rezept, ein paar Vanille-Muffins werden wir backen mit einem leckeren Mascarpone. Buttercreme Frosting und damit das Ganze auch noch ein bisschen fruchtiger wird, machen wir natürlich auch noch Früchte hinein. Klingt auf jeden Fall sehr lecker. Und dazu gehen wir jetzt in den typischen Berliner Späti, ein Studio weiter und gehen einkaufen. Wenn ihr wisst, was ein Späti ist, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wir wollen ein bisschen was backen und bräuchten ein paar Zutaten. Wir bräuchten Mehl, Backpulver, Zucker und Salz, Butter, Öl, Milch. Da brauchen wir Joghurt, Mascarpone, Puderzucker und sag mal, hast du eventuell Vanilleextrakt da? Ja, wir haben hier was ganz Besonderes. Ja. Ach, sehr schön. Super. Mhm. Und ich sehe, du hast hier gefriergetrocknete Früchte. Wir brauchen nämlich auch ein paar Früchte. Und die würde ich doch einfach heute mal ausprobieren für die Cupcakes. Und wenn du jetzt noch was an Deko hättest, an weihnachtlicher, wäre das echt super. Ja, hier vorne haben wir eine kleine Auswahl. Oh, schau mal, die Sternchen, die sind doch schön. Ja, super, nehmen wir mit. Sehr cool, dann haben wir alles. Brauchen wir gar keine Eier? Stimmt, die habe ich total vergessen. Wir brauchen natürlich auch noch Eier. Kein Problem. Sehr schön. Dann haben wir aber jetzt alles. Wir vermischen jetzt erst die trockenen Zutaten, also Mehl. Den Zucker brauchen wir, die Prise Salz und einen Teelöffel Backpulver. Das geben wir alles in die Rührschüssel. Genau, und eine Prise, nein, ein Teelöffel Backpulver. Ein gehäuften oder ein flachen? Nee, mach einen gestrichenen, nicht so sehr gehäuft. Okay. Super, die vermischen wir kurz miteinander. Anschließend geben wir die Butter dazu. Bei der Butter ist es wichtig, dass sie weich ist und vor allem Zimmertemperatur hat, dass wir sie nämlich jetzt auch gut unter die Mehlmischung zugeben können. Hier brauchen wir jetzt erst das kleinere Stück. Das große ist nämlich für das leckere Frosting. Okay. Und dann vermixen wir das alles mit dem Handmixer, so lange, bis wir eine schöne krümelige Masse haben. Okay. Gut. Mach's gar nicht so hoch, ja. Auf mittlerer Stufe. Genau, sonst vermehlen wir nämlich hier die ganze Küche. Das ist die Fake-Nebelmaschine. Ja. Super. Jetzt riecht es hier voll nach Streuselteig. Ja, im Endeffekt könnte das ja auch mit anderen Zutaten, mit anderen Mengenverhältnissen ja auch einen Streuselteig geben, oder? In einer weiteren Schüssel nehmen wir dann alle feuchten Zutaten, die wir jetzt noch haben. Also die Milch, das Öl, das Ei, den Joghurt und den Vanilleextrakt. Perfekt. Geben wir einfach alles hier rein. Das ganze Ei oder muss das? Das ganze Ei, nein. Und von dem Vanilleextrakt, dann nehmen wir etwa einen Teelöffel. Dann das entspricht ungefähr einer Vanilleschote. Wenn ihr keinen Vanilleextrakt habt, könnt ihr natürlich auch das Mark einer Vanilleschote verwenden. Ich bin ja ein riesen Vanille-Fan. Also bei mir kommt es sowieso fast überall mit rein. So? Ja, genau. Und das verrühren wir dann kurz mit dem Schneebesen.
ja schon was anderes, wie wenn wir woanders stehen und nicht in unserer heimischen Küche mit unseren gewohnten Dingen arbeiten. Also viel rühren kann man dann nicht mit dem riesen Schneebesen. Aber es geht. Aber es geht. Es geht ja hier hauptsächlich, dass die feuchten Zutaten miteinander vermischt sind. Richtig vermischt werden sie ja dann nochmal, wenn sie zu den trockenen Zutaten dazukommen. Also langt es auch, wenn man einfach mal kurz durchrührt. Genau. So, super. Und dann geben wir jetzt die feuchten Zutaten zu unseren trockenen Zutaten dazu. Am besten rührst du auf niedriger Stufe, nicht, dass wir gleich wieder hier Nebelmaschine haben. Und ich gebe das dann hier unter dem ständigen Rühren langsam in die Mehlmischung hinein. Okay. Super, das reicht. Gehen wir nochmal mit dem Teigschaber nach, dass wir auch wirklich kein Mehl unten hängen haben. Und dann ist der Teig auch schon fertig. Wichtig ist, dass er wirklich auch nur so lange verrührt wird, bis sich alle Zutaten miteinander verbunden haben. Aber das muss ich dir ja, glaube ich, nicht erzählen, oder? Wir haben uns ja heute spontan für die gefriergetrockneten Früchte entschieden, die zu verarbeiten. Und die rühren wir natürlich auch vorsichtig ein. Wenn ihr natürlich keine gefriergetrockneten Früchte habt, könnt ihr natürlich auch frische Früchte verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Hebt sie nur sehr sorgfältig unter und auch ganz zum Schluss nicht, dass sie euch kaputt gehen. So, dann können wir es nämlich auch schon auf das Muffinblech verteilen. Und da müssen wir jetzt noch unsere Förmchen verteilen, genau. Oder? Genau. Den Teig verteilen wir jetzt in die Muffinförmchen. Wichtig ist, dass wir sie nicht bis ganz voll füllen, sondern nur etwa dreiviertels voll, weil sie ja auch beim Backen noch ein bisschen aufgehen. Den Ofen, den haben wir übrigens auch schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze und gebacken werden müssen sie etwa 22 bis 26 Minuten. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Je nach Ofen kann das variieren. Ihr solltet auf jeden Fall eine Stäbchenprobe machen. Aber man könnte die Muffins jetzt auch bei Umluft backen, wenn man möchte, oder? Die könnte man auch bei Umluft machen, aber Backwerke sind doch besser immer in der Ober-Unterhitze aufgehoben. Bei Umluft solltet ihr, wenn ihr wirklich Umluft backen möchtet, den Backofen auf 20 Grad, etwa 20 Grad herunter reduzieren, also bei etwa 160 Grad. Umluft kann man sie natürlich auch backen. Dann verteilen wir unseren Teig. Genau. Die Muffins sind fertig gebacken und die haben wir jetzt auch schon abkühlen lassen. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, wie wir sie verzieren. Genau. Wir machen jetzt ein Buttercreme-Mascarpone-Frosting aus Butter, Mascarpone und Puderzucker. Also wirklich ganz, ganz einfach und vor allem ist es sehr schnell zusammengerührt. Und was wir heute auch noch verwenden, das ist die gefriergetrockneten Früchte, die wir ja vorhin eingekauft haben. Ich habe die in einem Mixer einfach nur pulverisiert und die geben wir jetzt heute mit in das Frosting rein. Wenn ihr die natürlich nicht habt, könnt ihr alternativ auch Marmelade gerne verwenden. Da kann man dann einfach seine Lieblingsmarmelade verwenden, Heidelbeer oder... Ja klar, Erdbeer. Ja sicher. Da kannst du das nehmen, was du gerne möchtest oder auch eine Aprikosenmarmelade. Das, was dir schmeckt, was du gerne magst. Und da kann man auch mit den Farben nochmal variieren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Heidelbeeren nehme, dann hat es so einen lila Blaustich und... Das stimmt. Der Erdbeeren ist dann richtig. Das stimmt. Gut, wenn du es natürlich richtig auch nochmal von der Farbe her intensiver haben möchtest, dann muss man halt immer nochmal Lebensmittelfarbe zugeben. Aber das stimmt, man hat dann schon so einen kleinen Touch bei Blaubeeren oder ein bisschen rosa bei Himbeeren oder Erdbeeren. Prima. Ja. Die Butter schlagen wir jetzt mit dem Puderzucker weißcremig auf, so lange, bis der Puderzucker sich da drin gelöst hat. Das ist wirklich niedlich. Wie der Nebel. Wichtig ist, schlagt es auf jeden Fall etwa 3 bis 4 Minuten auf, sodass es die ganze Masse einfach ein bisschen hellgelber wird und sich vor allem auch der Puderzucker löst. Jetzt geben wir noch den Mascarpone dazu und die Früchte. Die Früchte. Das darfst du dann auch noch mal ganz kurz unterrühren, so lange, bis sich alles miteinander verbunden hat. Es ist manchmal so, dass sich das im ersten Moment, wo man anfängt zu rühren, man meint, das verbindet sich nicht miteinander. Da aber einfach weiter rühren, bis sich die Masse richtig schön cremig verbunden hat.
Wow, guck mal, das wird hier richtig rosa. Mit den Früchten. Ja. Bist du jemand, der gerne so rosafarbene Töne mag? Eigentlich ja. Sieht man ja auch an meinem Kanal. Das stimmt, da ich ja auch viel mit Pink da gearbeitet habe. Ich bin mehr so der Rot-Fan. Also mit Pink und Rosa habe ich nicht ganz so. Ich mag es lieber Rot. Okay, dann hätten wir eigentlich heute die Schürze tauschen müssen. Stimmt, ja. Ich glaube, das ist gut so. Sieht ganz gut aus. Vor allem sieht es sehr lecker aus. So, die Creme geben wir jetzt in einen Spritzbeutel. Wir haben den Spritzbeutel mit einer Sternhülle bestückt und dann können wir unsere Cupcakes auch schon damit verzieren. Magst du aufspritzen? Nee, du kannst es viel besser als ich. Ich mache dafür die Deko. Gut. Ich finde, die Hauben sehen immer so schön aus mit der Sternentüm. Das stimmt, deswegen benutze ich die auch immer total gerne. Weil ich finde, die Gefahr bei der, wo einfach nur so ein Loch ist, bei dieser Lochtülle, sieht es schnell immer ein bisschen eher wie etwas anderes aus. Und das Gute bei den Frostings mit Butter ist immer, dass die dann schön stabil sind. Also die laufen euch auch nicht davon. Ja, und vor allem, sie sind auch nicht so... nicht so buttrig, wie man sich das eigentlich vorstellt. Gerade so diese Frischkäse- oder Mascarpone-Frosting. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ist nämlich richtig lecker. Ja, und dann dekorieren wir sie noch schön. Wir haben ja jetzt diese Sternchen hier eingekauft, aber Zuckerperlen sehen auch immer ganz schön aus. Ich denke, wir werden beides machen. Wir können ja beides verwenden. Aber ihr könnt das natürlich dekorieren, so wie ihr das gerne möchtet. Nee. Ich glaube, wir machen es heute ein bisschen weihnachtlicher mit den silbernen Zuckerperlen. Ich habe nur gedacht, ich bringe dir einfach ein bisschen was zur Auswahl mit. Ja, ich bin schon ein Fan von bunt. Ich mag das sonst ganz gerne. Aber ich glaube, zu den Sternen passt das ja eigentlich ganz gut. Oh, ich freue mich, die schon gleich essen zu dürfen. Oh, es riecht so. Ich bin ja jemand, ich mag das total gerne, wenn ich wo bin und es riecht gut. Und ich finde, wenn es frisch gebacken riecht oder nach Orange, Erdbeer, das ist einfach immer ein ganz anderes Gefühl, wenn man da in einen Raum reinkommt. Und das stimmt. Ich habe sofort Hunger. Also ich muss sagen, Nicole, die sehen so lecker aus. Also ich freue mich jetzt, wenn wir die gleich verspeisen dürfen. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer auf meiner Webseite evasbackparty.de. Den Link setze ich unten in die Infobox rein und den findet ihr auch jetzt hier oben in der Infokarte. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, liebe Nicole, dass du da warst und uns dein Rezept gezeigt hast. Gerne. Ihr müsst jetzt unbedingt auf den Kanal von der Nicole vorbeischauen. Dort findet ihr jetzt auch ein leckeres Rezept. Das verlinke ich euch natürlich auch in die Infobox. Ja, dann wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!